Anhäufen. Anhäufen bedeutet Haufen machen. Immer mehr Haufen machen, das heißt anhäufen. Vermeide das Anhäufen von Gütern. Wenn du zu viele Sachen anhäufst, dann belastet das auch den Geist. Es ist gut, alles im Fließen zu halten. Wenn du etwas bekommst, schaue, wie du es nutzen kannst, wie du es nutzen kannst für andere. Und wenn du etwas nicht brauchst, dann gib es weiter. Entweder wirf es weg oder gib es weiter. Anhäufen von allem Möglichen ist nicht hilfreich, denn das Anhäufen von Gegenständen, das Anhäufen von allem Möglichen belastet auch den Geist. Wenn du irgendwo das Gefühl hast, es fließt nicht mehr richtig, wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwo blockiert bist, dann kann es hilfreich sein, dir ein paar Stunden zu nehmen, um alles Mögliche wegzuwerfen. Gehe durch deinen Kleiderschrank hindurch und das, was du die letzten 2 Jahre nicht getragen hast, das gib in die Altkleidersammlung. Für Fortgeschrittene würde übrigens gelten, was du im letzten Jahr nicht getragen hast, das gib in die Altkleidersammlung. So vermeidest du Anhäufen von Dingen, von Kleidern. Genauso auch, schau dir deinen Schreibtisch an. Wenn du jemand bist, der gerne Stapel macht, dann mach immer wieder Stapelabbau. Wenn es dir schwerfällt, mehrere Stunden zu nutzen dafür, dann schaue einfach jeden Tag 3 bis 5 Dinge, die du nicht brauchst, wegzutun. Weggeben, wegwerfen. Auch ansonsten vermeide es anzuhäufen. Und die einfachste Weise wäre, öfters mal durch deine Wohnung zu gehen, durch deine Schränke zu gehen. Du könntest zur Gewohnheit machen, jeden Tag nimm 3 Dinge, die du nicht mehr brauchst und wirf sie weg oder gib sie weiter.